Wer waren denn die Offiziere da am Tisch? Also, ich meine, ich habe ja beim amerikanischen Polizei, amerikanischen Konsulat euch gesehen, ne? Wo ihr arbeitet, was ihr seid und so, ne? Alles Militär, ne? Mädels, so. Blaue Mütze, so, wahrscheinlich Blauhelm, einer so. So violett. Bildhübsche Frauen, was gibt's da? Bildhübsch und so verdorben. Wegen was? Wegen Geld. Naja, wie dem auch sei. Die bildhübschen Frauen sind sehr, sehr gefährlich. Oder die Müller mit blauem Helm. Alles Bundeswehr. Schon traurig, ne, sowas. Nur sowas ist sehr, sehr gefährlich. Wegen, die machen dann nur mal schöne Augen. Einigen Leuten, Staatsanwälten, Richtern, Polizisten, dann haben sie ja noch Geld und dann bieten sie denen noch Geld und Sex an wahrscheinlich. Ja, und danach lassen sie die verlieben und sagen, ja, ich will meinen Freiraum, ich will meinen Freiraum, ich treffe mich mal mit meinem Bruder und das ist gar nicht ihr Bruder, das ist ihr Lover und verarscht dann solche Tippen, ne? Ich will mal so die Leute ansprechen, die mit so einer Hübschheit zusammen sind. Männer, lasst euch nicht verarschen. Die sind die gefährlichsten, würde ich sagen. Bei den Frauen ist dasselbe. Mädels, lasst euch nicht verarschen. Das hat sowieso nur was mit eurer Arbeitsstelle zu tun, sag ich mal so. Ihr arbeitet bestimmt irgendwo und die nutzen euch aus, ne? Entweder gebt ihr denen Informationen oder löscht denen die Strafanzeigen oder wenn zu irgendeiner Ermittlung gegen die Person läuft, benachrichtigt ihr die. Wenn es glimpflich wird, heiß auf heiß kommt, bezahlen sie jemanden anderen und er stellt sich dann für die Straftat. Und die gehen dann ins Gefängnis mäßig, ne? Und so kriegen die dann auch ihren Freispruch, ne? Das wollte ich nochmal erzählen und sagen. Ehrlich gesagt, wie gesagt, ich habe keinen Schadenersatz bekommen, ne? Von den Mädels, die mich entführt hatten. Gar nichts. Deswegen, so geht das nicht, ne? Wenn schon die Regierung euch nicht verhaftet, dass ihr die Leute entführt und misshandelt und vergewaltigt habt, wenn die damit einverstanden sind, also ich kann nur eine Zeugenpflicht erfüllen. Nicht, dass man dann sagt, ich hätte meine Zeugenpflicht nicht erfüllt. Aber wenn ihr ja damit einverstanden seid, ja, bin ich es aber nicht, was die mit mir gemacht haben. Deswegen, ich will Schadenersatz haben, ne? Merkt euch das. Und ja, ich will alles zurückhaben, was ich verloren habe wegen euch. Ich bin auch hundertprozentig sicher, bei jeder billigen Aussage, was ihr über mich gemacht habt, so Angabe, sag ich mal so, nicht Aussage, so jede billige Angabe oder Lüge, was ihr über mich gemacht habt, ist auf jeden Fall irgendeine Person dabei, der in Spanien war. Hundertprozentig. Oder die haben Bekannteskreis, Freundeskreis mit den Leuten. Wenn sie Geld bekommen haben, lügen sie dann über die Person, über mich. Ne? Deswegen die Verarscherei und Spielerei, guter Bulle, schlechter Bulle, Verarschung, kannst du vergessen. Wie gesagt, ich will mein Geld haben.
Ich will meine Rente haben. Sieh zu, wie ihr das klarkommt, macht. Ich mache alles Ding öffentlich, ne? Ich meine, weil jetzt dieses Land damit einverstanden ist, was man mit denen gemacht hat, ja, die Entführten. Da bin ich mal gespannt, was die anderen Länder dazu sagen, ne? Wisst ihr, wie viel Geld ich ausgegeben habe, damit ich die anderen Länder alle kontaktieren kann und dies und jenes. Ja, deswegen, ich will das Geld alles.